Alles will mich töten, das nervt doch. Du kannst in diesen Wäldern, kann man pennen. Du kannst dich jetzt hier hinlegen. Es geht. Ich wurde verarscht. Crimson's Fungi. Das sind die Saplings für die Bäume, genau. Das sind die Saplings für diese Bäume hier. Der Nether wird jetzt so krank erkundet. Guck mal die Sichtweite im Nether, Leute. Ganz anders jetzt. Seht ihr das? Oh ja, es ist so ganz vernebelt und so. Hä? Es gibt noch einen anderen Wald, der ist friedlicher. Der Wald hier ist ein bisschen schwieriger. Das Biom, wo die ganzen Ghasts sind, ist richtig ab. Und die Festungen sehen, glaube ich, mittlerweile auch anders aus. Ja, ich will in eine Festung rein. Ich kriege immer sehr viel Schaden. Bin auf jeden Fall was ist das hier? Sind die aggressiv? Oh, die Shroomlights finde ich richtig schön. Extrem geil. Finde ich richtig geil. Alter, das ist jetzt hier nur, oder gibt es auch noch normales Nether, wie es früher war? Ja, gibt's auch noch. Das ist jetzt nur, es gibt das Biom im Nether, die gab es halt vorher nicht, weißt du? Kann man bestimmt auch so ein Schwein zähmen, ja? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Festungen sind gleich geblieben, okay. Noch. Das ist ja nur die erste Version. Oh, ich hab's echt vermisst, mit euch zu spielen, ne? Muss ich ehrlich sagen. Fungi. Da kann man schon auch so viel Neues machen in der Zaubertränkefabrik und sowas alles, ne? Ja. Und Farm alleine mit den ganzen neuen Pilzen. Mhm. Mit den Pilzen, die Schweine füttern. Was? Geht das? Nimm mal eine solche Pilze. Ist hier noch so ein Schwein irgendwo bei dir, Max? Ich glaube, ich habe alle Schweine getötet. Das war's mit dem Update. Ich will auch mal ein Schwein damit füttern. Da oben ist eins, warte. Warte mal. Ich hab's gefüttert. Doch, es geht. Was passiert? Ich kann ihn nicht füttern. Es kriegt eine Paarung. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich brauche eure Hilfe. Fütter das weiter. Nein, es hat sich umgebracht, Romatra. Dieses dumme Schwein. Warte mal, ich will mal gucken, was passiert, was passiert. Was passiert, was passiert? Was passiert, wenn ich den damit fütter? Die sind dann auf jeden Fall friedlich für eine Zeit lang. Guck, aber jetzt? Nee, schlägt mich immer noch. Also überhaupt gar nicht. Also es ist ja so aggressiv auf dich. Es ist echt sehr aggressiv. Fungi mögen dir nicht. Aber was ist denn der Benefit, wenn ich den mit dem Pilz fütter? Das müssen wir jetzt herausfinden. Vielleicht kann man sie paaren. Es wird größer. Okay, und was habe ich denn davon? Ich meine, nice, jetzt haben wir halt im Nether eine Holzquelle. Ach, die Bäume geben Holz? Ja, ja. Die sind alle sind nicht friedlich. Boah, das Holz sieht ja auch sick aus. Wer ist denn jetzt überhaupt friedlich? Alles will mich töten, das nervt doch. Nein, die Pigmen, die normalen Pigmen sind immer noch neutral. Die sind so, nur erst dann Aggro, wenn du sie an... Pigrits, die sind sauer. Die Piglets sind an, die sind Aggro, genau. Wo ist denn Max überhaupt? Ich bin irgendwie ganz tief irgendwo reingefallen, so eine Schlucht. Wo seid ihr? Guck mal, hier ist ja fast nicht noch ein normaler Nether. Siehst du das, Romata? Könnt ihr mich sehen? Hey, könnt ihr ganz kurz mal da kommen, wo wir eben waren? Wo wart ihr denn eben? Unten, glaube ich. Links unten, Revi. Piglets auch sehr interessant, finde ich. Ah, ich sehe dich, Max. Die Kinder-Piglets sind also friedlich. Das heißt, die am besten immer umbringen. Einfach, weil man dann Kind getötet hat. Ja, das wäre was übrig, ja. Boah, das ist hier mordsgefährlich. Hier geht's ja überall richtig steil auf einmal runter. Okay, jetzt hat man das allererste Mal... Den Piglets Gold geben, okay. Wenn du den Piglets ein Gold-Ingot werfst, werfen die dir Sachen zu. LOL! Gold-Ingot, okay. Wir haben kein Gold. Lass ganz kurz einen Pig-Rider töten. Nee. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ja. Ja, jetzt greifen sie alle an. Egal, komm, wir schaffen das. Sie greifen alle an. Schafft das, Jungs. Kommt schon. Was denn mit dir? Ich mach's auch zur Unterstützung. Habt ihr Gold bekommen? Nee, ich hab drei Gold. Ich hab drei Gold. Gib mal ein Ingot. Gib mal ein Ingot. Du kriegst auch ein Ingot. Da zwei liegen. Okay, und das werf ich denen jetzt zu. Ey, Max, gib das mal wieder her. Hier ein Ingot. Und das werf man denen jetzt zu, oder wie? Die greifen dich an. Er hat's genommen. Und hat... Nichts. Ich glaube, die müssen friedlich sein. Ich habe gelesen, dass wir Goldrüstung brauchen. Die greifen sich gegenseitig an, die sind ja so dumm. Goldrüstung anziehen, dann mögen die euch. Ja gut, das kommen wir, also an Goldrüstung kommen wir jetzt so schnell gar nicht ran. Ja, soll ich uns mal ganz kurz den Game Mode einfach eine geben? Zum Ausprobieren? Ja, ich würde schon sagen. Ich meine, wir exploren hier gerade eben, oder? Ja, das ist ein ESO-Testing. Wenn sich jemand aufregt, dann soll er für immer die Schnauze halten, ganz ehrlich. Pass auf, ich gebe euch mal hier ein paar Goldrüstungsteile. Mann, ihr könnt jetzt mal machen, dass die uns nicht mehr angreifen, kurz mal. Ich brauche noch eine Hose. Ich brauche die Sachen, hey. Scheiße, muss ich niesen. Alter, ich hab genießt. Ich hab noch nie genießt, glaube ich. Oh, Scheiße. Mein Inventar ist immer voll, ich verstehe das nicht. Ich bin immer voll. Die Zuschauer denken alle, ich bin dumm, was mache ich hier? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich sortiere aus, aber der nimmt es immer wieder automatisch auf. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Alter, wie viel Gold will er denn noch? Alter, wie gierig von ihm. Goldbarren. Ah, okay, Goldbarren, schreibt der Chat. Das ist ja noch gieriger. Alter, ich dachte gerade, du wärst auch so ein Piglet. Ich hab immer noch nichts in Gold, gar nichts. Ich hab nichts in Gold. Ich hab keine Goldrüstung. Ich versuch's mal hier. Warte mal, Romata, hier. Ja, oh, Kohle! Was? Er hat Kohle gegeben. Wow, der wurde abgezogen. Du gibst Gold. Guck mal, er hat es in der Hand. Ah, jetzt hat er noch einen Pilz gegeben. Ah, das heißt, man kann mit denen traden, okay. Das heißt, man hat jetzt eine Möglichkeit zu traden mit denen. Was ist denn das Krasseste, was droppen kann? Oh, was ist denn das? Fire Charge? Das ist neu. Nein, das ist nicht neu, das gab's schon immer. Und ja, der scammt nicht brutal. Digga, hat er abgezogen? Hey, der Kleine hat das geklaut, Mann. Kill den mal. Holy shit. Interessant aber, dass man mit denen traden kann. Die sind trotzdem noch aggressive auf mich hier, die Piglets. Ne, wie heißen die? Schweinemenschen. Da die großen Obsidian. Das heißt, die könnten Obsidian auch traden. Ein Rüstungsteil Gold reicht. Ein Rüstungsteil muss Gold sein, schreibt hier einer. Ja. Oh, nice.
So ein Shroomlight, okay. Interesting aber, interesting nice. I really do like. Ach krass, man kann jetzt, okay, warte mal. Max, komm mal her. Ja. Komm mal her zu mir. Ich bin noch am Traden ein bisschen. Vielleicht hier, kriegt ihr mach mal rechtlich auf das Bett, du kannst, ah nee, warte, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Du kannst in diesen Wäldern, kann man pennen. Fire Charge. Sicher. Ja, hat jemand im Chat gesagt. Komm mal her, Max. Nein, nein. Max, du kannst dich jetzt hier hinlegen. Das geht. Bist du dumm? So? Nein, versuch's doch. Dann mach du doch. Versuch du das doch. Ja, okay. Ah ja. Ey, warte mal, die geben Mist. Wieso haben die so eine Funktion eingeführt? Da ist nichts Krasses drin. Ja, das wird noch kommen. Das ist ja noch nicht. Ist ja nur ein Snapshot, Max. Das ist noch nicht fertig. Guck mal, wie viel ich den gebe. Die schmeißen mir Steine zu, Kohle, Pilze, alles, was ich nicht brauche. Oh, Magma Cream. Okay, ich hab nichts gesagt. Guck mal, hier ist jetzt normaler Netter noch, seht ihr? Ja. Warum machst du das, Max? Du bist so eine hohle Fritte, bist du. Du bist so dämlich dumm, wirklich. Weil du bist zu viel den Creative Mode benutzt. Bist du ein dummer Spieler? Wahnsinn. Greifen die nicht dich an? Nein, die greifen nur dich an. Oh mein Gott, dann bin ich echt ein hohler Spieler. Ich dachte, die greifen euch jetzt an. Junge. Das ist so dämlich, Alter. Das ist so geil. Helft mir mal kurz. Nein. Kein Fall. Ach, Leute. Oh, hier ist das neue Biom. Blauer Wald. Oh, das haben wir den jetzt vor Max. Perfekt. Alter, wie geil. Boah, wie lässig das aussieht. Und der ist komplett friedlich, wenn ich mich nicht recht entsinne. Genau. Der ist komplett friedlich. Und oh mein Gott, guck mal, die Farbe ändert sich. Der Himmel ist ja so blau hier. Ja, tatsächlich. Und hier spawnt Enderman. Das ist ja sau interessant und voll cool. Schade, dass Max das nicht sehen kann, weil er einfach alle top gespielt, Digga. Ich wie so in einem Film. Okay, ich bin. Oh, das ist eine ganz andere Farbe. Das ist ja nicht mal mehr rot. Macht das blaue Fall mehr Damage? Habe ich das vorher schon mal gefragt? Was ist deine. Hier sind ganz schön viele Ender. Kann man hier Wasser placen? Nee, im Nether kann man auch noch gar kein Wasser placen. Okay. Macht ja Sinn. Not bad. Also, das Ding ist halt Netherites. Da kommen wir halt jetzt nicht dran mit unserem Equipment. Da müssten wir halt eine Potion haben. Wobei, wir machen Folgendes. Ich gebe uns allen, warte mal. Netherites ist noch seltener als Diamanten, wirklich? Komplett selten. Ja, pass auf, ich mache jetzt Folgendes, okay? Ja. Ich gebe uns jetzt allen eine Fire Resistance Potion. Ja. Und wer zuerst eins findet, Netherites, der hat das Spiel gewonnen, okay? Fire Resistance. Okay. Potion, wo finde ich die denn? 1, 2 für Romatra. Max, 1, 2. Okay, und jetzt gehen wir runter ins die Lava. Und dann schauen wir mal, ob wir was finden, Leute. Okay, und rein in die Lava, auf geht's. Ach, kriegt man gar kein Damage mehr, wenn man die Potion anhat? Ich sehe einfach nichts unter Lava. Sollte man Night Vision machen, Leute, oder wie ist das? Also ich sehe absolut gar nichts. Also ich bin ja komplett blind. Ja, das stimmt schon. Digga, in Lava tauchen, ging das früher auch schon? Das hat er nicht gebracht. Das bringt gar nichts. Du musst unter Lava. Ah, okay. Du musst ganz tief rein. Auf welche Höhe muss ich denn? Ah, okay. Höhe 20 ist gut. Okay, 10 bis 20. Okay. Dann machen wir es anders. Bin mal gespannt, wer das zuerst findet, Leute. Ich glaube nämlich. Ohne Efficiency Pickaxe. Ohne jetzt, dass du dir noch eine geile Pickaxe hackst. Nee. Mach ich nicht. Ich hab eine Deer Pickaxe. Die habt ihr alle. Okay, Leute. Netherite. Let's go, der Hase. Die Lava würde es verbrennen. Stimmt nicht. Netherite Items können, by the way, nicht verbrennen, Leute. 0 bis 20. Wir können nochmal Höhe sehen. F3, ne? Ja. Jetzt mal so. Ich hab's. Was? Tja, ich hab's. Digga! Ich hab's einfach random reingebuddelt und ich hab's. Halt's Eins. Maul. Ancient Debris, Leute. Ich hab's bekommen. Ancient Debris. Wo bist denn du? Ich bin der glücklichste Gamer auch. Der Welt. Echt jetzt? Ancient Debris. Oh mein Gott, Digga. Wie viel hast Lucky. Du? Ich hab 3. Wie viel hast du? Oh mein Gott, ich hab 6. Zeig mir, wie das aussieht. Nein, wir zeigen dir gar nichts. Wir fahren jetzt weiter. Wir fahren weiter. Wir bleiben drin. Das ist seltener als Diamanten. Komplett. Als ob, das war extremes Luck. Das ist doch rigged, Alter. Das ist doch rigged, Das ist echt rigged. Romata die ganze Zeit so, oh, ich bin der beste Minecraft-Spieler, bla. Okay, also merken wir uns mal die Höhe 9, Leute. Auf welcher Höhe warst du, Max? Ich merke, ich weiß gar nicht, wo man das sieht. Zuschauer, welcher Höhe bin ich? Perfekt, dann reden wir aber gar nicht drüber. Oder 400. 400 ist die 400 Höhe. Wahrscheinlich, oder? Was kann man mit Ancient Debris machen? Auch eine Rüstung oder sowas? Rüstung von Diamant auf Netherite verbessern. Die hat dann mehr Haltbarkeit. Und ein Schwert zum Beispiel macht dann 8 Schaden, nicht mehr 7. Also ist halt krank OP. Komplett enchanted kannst du damit... Was heißt verbessern? Naja, du nimmst erstmal eine Dia-Rüstung und dann musst du erstmal Netherite-Barren herstellen, die todesaufwendig sind. Und dann musst du den Netherite-Barren mit deiner Dia-Rüstung paaren. Also das ist schon geil. Wann? Wie möchte Minecraft spielen? Das ist halt End-End-End-Content, ne? Ja, ich möchte auf jeden Fall irgendwie Minecraft. Holy shit, war das eben lucky, Alter. Max, du hast das auch nicht direkt gefunden, kann nicht sein. Das ist doch eingestellt. Glaube ich dir nicht. Ich glaube schon. Man kann auch besser verzaubern. Stimmt, man kriegt auch bessere Chance auf Verzauberung. Ja, man kriegt eher High-Verzauberung. Das war's, meine Pickaxe ist gleich kaputt, ich habe nichts gefunden. Matra spielt richtig schlechter Spiel. Matra, was meinst du eigentlich? Ja, ich bin tot. Das ist befriedigend, ja. Mann! Und all dein Scheiß ist verbrannt. Aber das Ancient Debris nicht, glaube ich. Ancient Debris verbrennt nämlich nicht. Boah, da muss man sich echt überlegen, Leute, was ist denn da die effektivste Taktik zum Farmen? Chunk-basiert auf jeden Fall. Ein Chunk immer auseinandernehmen, 16x16 Blöcke. Krasser Grind dahinter, muss man sagen.
Guck mal hier, Leute, hier ist noch ein, hier ist ein einziges Ancient Debris. In diesem riesigen Umfeld ist eins. Und hier ist nochmal eins, okay. Das ist so f***ing insane. Also ich meine, ja, ihr seht hier so. Ah, ich glaube, TNT-Farm ist echt gar nicht so bad, oder? Sicher, dass man das nicht sprengen kann. Gib mir auch mal kurz OP. Nein, bitte. Gib ihm nicht OP. Ich komme nicht mehr zu euch. Ich schaff's nicht. Nee, Bullshit. Wow, tatsächlich. Also, man müsste eigentlich sehr viel TNT haben, um das dann am effektivsten zu farmen. Okay, interessant. Interessant. Weil alles andere, also wenn ich jetzt hier Strip mine oder sowas, Leute, ist das ja insane. Das ist ja insane dumm, oder? Macht der TNT-Farm eigentlich schon Sinn? Also es ist schon gar nicht so unselten, wie ihr hier gerade seht. Aber schon nicht schlecht. Okay, gut, ich jetzt mal hoch und crafte das mal zu den neuen Items zusammen. Gewinnzeit, bist du nicht so viel zu alt für Minecraft? Auf keinen Fall. Hier sind also ein paar Ender Dragons. Oh mein Gott, ihr seid so retarded. Was macht ihr Idioten hier? Digga, deshalb wollte ich euch keinen scheiß Game Mode geben, ihr Bastarde. Holy shit, ich geh zurück in die richtige Welt. Aber das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, Revi. Warum? Weiß ich auch nicht. Da ist auch ein Ender Dragon. Okay, Leute, pass mal auf. Ich crafte jetzt mal ganz kurz diese Dinger zusammen. Da möchte ich mal ganz kurz die Sachen anschauen. Boah, Leute, der Prozess, bis man das bekommt, man muss dieses Ancient Debris erstmal brennen. Wenn man das gemacht hat, Alter, dann kriegt man daraus Netherite Scrap. Und aus dem Netherite Scrap mache ich dann mit dem Gold. Oh mein Gott, ist das insanely teuer, Leute. Daraus mache ich dann ein Ingot. Und ein so ein Ingot verzaubert dann meine Rüstung auf schwarze Netherite-Rüstung. Das heißt, ich brauche 4 von den Scraps und halt nochmal Gold dazu. Das ist wirklich nicht wenig. Guck mal, jetzt habe ich ein Netherite-Ingot daraus gemacht. Könnte ich dann jetzt hieraus auch? Nee, es muss Diamant sein. Okay, es muss eine Diamantrüstung sein. Interessant. Und dann könnte ich quasi die beiden zusammen craften und kriege eine Netherite-Rüstung. Die hat automatisch 8 Armor Thickness. I have English one. Toughness, 8 Armor und Knockback Resistance drauf, Leute. Hört ihr mir zu? Ja, was musst du genau machen mit dem Debris, Ancient Debris? Okay, und dann kann ich hiermit halt die ganzen Sachen machen, die halt dann crazy nice enchantbar sind und auch geil aussehen, Alter. Eine schwarze Rüstung hat schon was, finde ich. Die tamböse aus. Können wir uns die mal spawnen, dass wir sehen, wie die aussieht? Ja, ich hab gar keine Items mehr. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Teleportier dich mal zu mir am besten. Kann ich nicht. Romatra hat mir Blindheit gegeben. Hey, Leute, ihr seid so dumm einfach. Lass mal bitte die Sachen liegen, Romatra. Gib mal wieder zurück. Ich hab sie alle genommen. Hier, das war nur die Rüstung und das Schwert. Oh, Mann, warum? So, Leute, dann schauen wir uns das jetzt nochmal ganz kurz an. Boah, Digga, wie man hier enchanten kann. Alter, da kommen direkt die überkranken Enchantments drauf. Holy shit. Erzähl mir mal, wo bist du? Bin hier, ich bin bei dir, stopp, lass es. Digga, das ist ja insane. Wo ist die schwarze Rüstung? Ich hab bekommen. Protection, Unwrecking, Death Rider. Man kriegt richtig krasse Sachen da drauf, Leute. Okay, Max, ich geh mal ganz dicht aus dem Game Mode raus, ja? Warum? Nee, nur so. Hä? Wo bist du? Hier. Boah, crazy stark das Schwert. Crazy stark das Schwert. Okay, crazy nice Items wirklich. Und ich bin mal gespannt, ich meine, das sind jetzt die ersten Snapshots. Und man muss halt überlegen, da kommt noch einiges dazu. Richtig, richtig nice. Wir haben jetzt nur einen Bruchteil von dem quasi gesehen, was da noch kommt. Wahrscheinlich noch mehr neue Mobs und sowas. Das war jetzt der erste Part. Da wird natürlich noch viel getweakt und viel gebalanced und sowas. Also not bad. Warte, Max, ich gebe dir die Rüstung mal, ja? Netherite Ho. Ne, warte. Pass auf, Max, warte. Ja? Ah, da bist du. Der Helm sieht sau lässig aus. Ich kann den Helm irgendwie nicht ansetzen. Ach, hab ich schon. Lol. Warte ganz kurz, Max. Wenn ich jetzt den Max, Scheiß bist du da? Bist du bei mir? Okay, warte, hier. Hier ist einmal Brustplatte und der Rest. Zeig ja, mal, gegen Max. Zombies. Dummheit. Auch, nein, nicht, nein. Gegen, was? Du bist immun gegen Zombies? Ja! Guck mal, wie Max die Rüstung aussieht, Romatra. Wie geht das? Ist das noch mehr verzaubert oder was? Oder wie? Das ist noch mehr verzaubert. Das ist Max-Verzauberung, ja. Das ist die Maximalverzauberung. Wie geht das? Wie hast du das gemacht? Du kannst sie halt komplett verzaubern. Ich wurde verarscht. Das ist eine Lederrüstung. Das ist eine scheiß Lederrüstung, Mann. Oh, Junge, Max, Alter. Allein das, dieses Bild hier schon wieder. Ich denke, wir zocken jetzt ein Update. Das ist einfach eine Lederrüstung. Aber die beschisseste. Leute, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall an der Stelle hier raus mit dem Update-Video. Sehr interessant, extrem cool. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Wenn ihr Bock habt, dass wir den nächsten Snapshot auch wieder zusammen zocken und die nächsten Updates gemeinsam erforschen. Wann kommt der? Ich denke mal, die kommen jetzt alle 2 Wochen oder so. Jede Woche maximal. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, direkt hat, Like-Button nach oben da lassen. Und ja, Jause den Innenmaster. Ich bin raus an der Stelle. Kuss, macht's gut. Tschüsschen.